Hey, willkommen zurück hier am Samstag. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich dir einen tollen Trick verraten, wie du die Frau beim ersten Date küssen kannst. Und das sehr leicht, ohne dass es Probleme macht und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass es auch funktioniert. Was du zuerst mal verstehen musst, wenn es um das Thema Küssen geht, ist, dass der Kuss nicht einfach so passiert. Also es ist nicht so, dass da ist die Frau, da bist du, ihr habt keinen Körperkontakt und plötzlich küsst ihr euch. So funktioniert das nicht. Der Kuss ist eine natürliche Konsequenz von Körperkontakt. Ich habe das, glaube ich, schon mal in einem anderen Video erklärt, aber ich erkläre es hier nochmal. Angenommen, ihr lernt euch kennen, ihr seid auf einem Date und ihr baut ein bisschen Körperkontakt auf. Und an dieser Stelle möchte ich dazu sagen, du musst nicht wie ein Verrückter versuchen, Körperkontakt aufzubauen. Das ergibt sich meistens schon. Achte so ein bisschen drauf, aber mach dir keinen Stress deswegen. Angenommen, ihr kocht zusammen bei euch, was ich ja oft empfehle, koch mit der Frau bei dir, dann kannst du es relativ schnell in Sex übergehen lassen. Angenommen, ihr macht das, dann kannst du dieses Kochen nutzen, um sie zum Beispiel an der Hüfte zu berühren oder am Rücken zu berühren. Du berührst sie am Rücken, greifst dir vielleicht an die Hand und zeigst dir irgendeine Bewegung oder du greifst dir an den Rücken und sagst dir, ja genau, so sieht das gut aus. Irgendwas, es ist gar nicht wichtig, was du dazu sagst, du musst es gar nicht rechtfertigen, mach es einfach, greif dir an den Rücken und dann geht's weiter. Oder du nimmst sie an der Hand und drehst sie einmal, dieser alte Pickup-Klassiker, der aber eigentlich immer toll ist. Also einfach ihre Hand nehmen und sie dann einmal um sich selbst drehen. Ja, das ist mega lustig. Gar nicht groß erklären, also nicht von wegen, hey, pass auf, gib mir mal kurz eine Hand, weil ich will jetzt das und das machen. Mach einfach, halt einfach deine Hand hin oder sag, gib mir deine Hand und dann dreh sie einfach. An dieser Stelle kannst du auch wunderbar erkennen, wie weit sie schon dafür bereit ist, sich körperlich dir zu öffnen. Wenn du sagst, gib mal deine Hand und sie sagt nein oder sie ist nicht bereit dafür, dann ist ihr Investment, was sie körperlich in diese Begegnung zwischen euch steckt, noch nicht so hoch. In diesem Fall quatscht du ein bisschen noch mit ihr, ein bisschen länger mit ihr, damit sie noch ein bisschen komfortabler mit dir wird, damit sie ein bisschen mehr Vertrauen zu dir aufbaut und probierst es dann später nochmal. Jetzt kommen wir aber zu dem eigentlichen Thema dieses Videos, nämlich dem Kuss auf dem ersten Date. Angenommen, du hast jetzt ein bisschen Körperkontakt aufgebaut, du hast sie vielleicht gedreht, du hast sie vielleicht berührt. Jetzt kommt immer die Frage, wie schafft man es, die Frau zu küssen? Und da gibt es ganz viele verschiedene Meinungen, verschiedene Techniken, die auch unterschiedlich gut funktionieren und du wirst auch gucken müssen, was für dich funktioniert. Zwei Sachen, die ich gelernt habe oder die ich immer mache, die super gut funktionieren und die ich dir nur empfehlen kann, ist erstens die Massagetechnik. Ich habe es schon mal in anderen Videos erwähnt, ich erwähne es hier nochmal. Ich habe hier einen Sessel. Und da habe ich schon ein paar Mal Videos drin gedreht. Vielleicht zeige ich das irgendwann mal ganz praktisch mit dem Massieren. Und ich setze mich halt vor diesen Sessel. Die Frau sitzt meistens auf dem Sessel und dann sitze ich tiefer als sie. Und dann sage ich, massiere mich mal. Oder meistens frage ich, kannst du massieren? Und dann sagt die Frau ja oder nein. Aber ganz egal, was sie sagt, ich sage, massiere mich mal. Und wenn sie sagt, nein, sie kann nicht massieren, dann lache ich und sage, cool, probier's mal. Und wenn sie dann so ist, ah nein, ich bin mir nicht sicher, so komm, mach einfach. Also an dieser Stelle ein bisschen hartnäckig bleiben und dann meistens fängt sie auch an, dich zu massieren. Wenn du merkst, die Frau ist noch nicht bereit, dich zu massieren, kannst du sie zuerst massieren, denn dann ist sie danach bereit, dich zu massieren. So, die Frau massiert dich also und danach massierst du die Frau. Also wenn die Frau dich massiert, dann sagst du, cool, jetzt bin ich dran. Und wie gesagt, an dieser Stelle einfach so ein bisschen hartnäckig bleiben und sie dann massieren. Massieren hat den Vorteil, dass ihr euch beide körperlich entspannt. Und körperliche Entspannung oder allgemeine Entspannung auf einem Date ist ein Vorbote von Sex. Deswegen ist es wichtig. Ja, also ihr entspannt euch körperlich. Massieren ist an sich auch eine super tolle Sache. Das macht wirklich Spaß. Und ihr baut schon mal Körperkontakt auf. Was du jetzt machen kannst beim Massieren, und das ist ein super Trick, ist, dass du während du die massierst, du bist ja hier an den Schultern, immer weiter auch zum Hals hochgehst. Also ich massiere dann hier so die Seite des Halses und dann, was du machen solltest, ist mit der Intensität deines Griffes zu variieren. Also mal massierst du ein bisschen sanfter, dann greifst du vielleicht ein bisschen härter und dieses Variieren der Intensität ist eine sehr aufregende Sache für Frauen. Also du variierst so und dann kannst du nämlich von hier vom Hals zum Ohr übergehen, hier so ein bisschen durchs Haar streicheln und dann wird das Ganze schon relativ intim. Und was du dann einfach machen kannst, um zum Kuss überzugehen, ist, dass du dich ein bisschen vorbeugst zu ihr, ihren Kopf so ein bisschen drehst, du kannst sie so an der Seite nehmen, ihren Kopf so ein bisschen drehen und dann küsst du sie. Du kannst das Ganze auch noch langsamer angehen, indem du einfach sie hier immer weiter streichelst und dann mal darauf achtest, wie ihre Atmung sich verändert, ob ihre Atmung schneller wird. Denn wenn ihre Atmung so ein bisschen schneller wird und du merkst, okay, sie lässt sich jetzt ein bisschen darauf ein, dann kannst du dich zu ihr vorbeugen. Manchmal habe ich es auch so gemacht, dass ich einfach ihren Nacken, ihren Hals geküsst habe, weil du bist ja genau an dieser Stelle. Ja? Wenn du merkst, okay, ich traue mich noch nicht ganz, jetzt zum Kuss überzugehen, dann küss mal ihren Nacken, ihren Hals und geh dann von da aus zum Kuss über. Natürlich, irgendwann kommt der Punkt, an dem du den Kuss auch machen musst.
aber da führt auch keine Technik dran vorbei. Das heißt, wenn du sie hier am Nacken, am Hals geküsst hast, erstens merkst du dann, wie sie auf Kuss und diese Sachen allgemein reagiert in diesem Moment. Und von da aus kannst du relativ einfach übergehen zu dem Kuss auf den Mund. Die zweite Technik, die ich dir mitgeben möchte, ist die Etzelsche Macht. Nee, die Etzelsche Regel, benannt nach einem Freund von mir, der sie auf einer Fernbusfahrt entdeckt hat. Dazu kurz die Geschichte. Der war auch mit dem Fernbus unterwegs und dann auf der Fahrt hat er eine Frau kennengelernt und dann hat er einfach seinen Kopf in ihren Schoß gelegt und hat ihre Hand genommen und hat sie auf seinen Kopf getan und sich streicheln lassen. Das ist super und das heißt die ärztliche Regel, weil es einfach immer funktioniert. Natürlich funktioniert das nicht immer, aber es ist eine lustige Sache. Einfach, wenn du zum Beispiel auf der Couch liegst mit der Frau oder auf deinem Sessel, einfach deinen Kopf in den Schoß der Frau legen und ihre Hand nehmen und anfangen, deinen Kopf zu streicheln und das Ganze auch wieder nicht kommentieren, also nicht sagen, hey, könntest du vielleicht dies und das, nimm ihre Hand, leg sie auf deine Haar und dann, wenn sie es nicht macht, mach so ein bisschen, greif ihre Hand und massiere dich so ein bisschen mit ihrer Hand selber und dann lass sie von da aus weitermachen. Das ist ein richtig, richtig effektiver Weg, um zu einem sehr intimen Körperkontakt überzugehen. Weil sie streichelt dich hier, das ist sehr intim, das ist normalerweise für einen Mann und auch für eine Frau eine sehr erogene Zone. Zusätzlich liegst du so in ihrem Schritt, also zwischen ihren Beinen und das ist halt natürlich super, super intim. Und von diesem Punkt aus ist es viel einfacher, eine Frau zu küssen, als wenn du es einfach so kalt machst. Das heißt, nachdem du in ihrem Schoß liegst, kannst du dann zum Beispiel in die Massagetechnik übergehen und dann ist es noch einfacher, die Frau zu küssen. Also kombinierst du am besten die ärztliche Regel mit der Massagetechnik und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kuss stattfindet, sehr, sehr groß. Viel größer, als wenn du irgendeine dieser anderen Techniken machst, die ich schon mal im Internet gesehen habe, wo du einfach irgendwie einen bestimmten Satz sagst und dann küsst du die Frau oder so. Über Körperkontakt ist das Ganze viel effektiver als übers Reden. Du willst nie diskutieren mit der Frau, was den Kuss angeht. Du willst es einfach machen und der Körperkontakt ist da sehr, sehr effektiv. Schön, dass du dabei warst hier am Samstag. Ich hoffe, das Thema hat dir gefallen. Gib mir gerne Feedback in den Kommentaren. Wenn es weitere Fragen gibt zum Thema, schreib das auch gerne dahin. Unten in der Ecke kannst du einen Quiz machen, in dem du rausfindest, wie attraktiv du jetzt gerade auf Frauen wirkst und wie du noch attraktiver auf Frauen wirken kannst. Dort unten kannst du den Channel abonnieren und oben geht es zu einem Video, das YouTube bzw. mein Channel speziell für dich ausgewählt hat, um ein Problem zu lösen, das du gerade mit Frauen hast. Das Video da oben ist wahrscheinlich wichtig für dich. Wahrscheinlich wird es dir weiterhelfen. Schau da mal vorbei. Schön, dass du hier warst am Samstag. Ich sehe dich am Donnerstag wieder. Schau auch mal bei meinem Podcast vorbei, den findest du auf iTunes unter Noch mehr Erfolg mit Frauen. Und dann sehen wir uns wieder und zwar am Donnerstag. Bis dann, mach dir eine schöne Woche. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, nochmal schnell an dieser Stelle. Ich habe einen Blogartikel geschrieben zum Thema Frauen ansprechen im Jahr 2018. Also all die Dinge, die ich aus 2017 gelernt habe für das Jahr 2018, habe ich dir einen großen Blogartikel gemacht zum Thema Frauen ansprechen. Alles, was du da wissen musst, den findest du im ersten Link in der Beschreibung. Schau da unbedingt mal vorbei. Das war es jetzt auch von mir. Wir sehen uns dann auch so wieder. Bis dahin. Ciao.